Ignoration, also Ignoranz. Ah, oh, Handy Run kauf mal wieder. Ich fühle mich so hilflos. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Antrag in die oberen Stockwerke geschickt habe über den Projektstatus. Was als nächstes auf dem was als nächstes zu tun ist, was geplant ist. Und nichts. Einfach reines Ignorieren. Alle anderen Kommunikationen laufen reibungslos, ohne einen Stolperstein oder Hitch, wie auch immer. Aber alle Fragen über den Grund des Projektes werden einfach ignoriert. So im Augenblick als oder derzeit als Chief Robotics Engineer habe ich nicht das Recht zu wissen, warum wir tun, was wir tun. Wenn wir irgendwo in der Nähe der Hauptinsel oder Capital Island ist ein Eigenname, also übersetze ich den lieber mal nicht, wären, würde ich einfach annehmen, dass sie eine Roboterarmee für das Büro machen. Henry Runcalf, Chief Robotics Engineer. Ja, davon fehlt uns auch noch einer. As if that wasn't enough, I'm having terrible headaches at night, on top of all the other annoying problems that slow down my research. Only being in and around my lab can ease the pain. I spend both days and nights here now. This place gives me the perfect deep sleep and amazing lucid dreams. I think I'm going to sidestep the authorization process for every research block from now on. It's driving me insane from how much it slows things down. And I don't need to wait for Marcus or the Bureau's verdict. Only I know what's best for my research. I had no idea Laura had these feelings. I guess I had become too involved in my own work. Ja, also man hört's raus, dass seine Frau, also Laura, langsam am Durchdrehen ist. Will ich da rein? Au. Dir glaube ich, dass du total nervig bist. Ah, das hat mich auch erwischt. Ernsthaft? So, weg mit dir. Nervendes Etwas. Ich wollte gerade sagen, die Tür ist zum Glück wieder zugegangen. Aber da war das Vieh schon draußen. So. Gut, bevor ich hier weiter gucke, ich war hier hinten noch nicht fertig. Ein Energy Cell und ein Reparaturpack, hey.
So, was haben wir hier? Aha. Okay. Kann nur den einen aktivieren. Aha. Ja. The water pressure should be restored now. Ich weiß nur noch nicht, was mir das bringt. Oh, ich kann jetzt hier aufmachen. Weiß aber zum Beispiel auch immer noch nicht, was mir das bringt. Außer, dass ich das Ding in der Gegend rumschieben kann. Looks like the water pressure blew up the floor. Ah. I am so clever. Ja gut, ich habe den Kesseldruck erhöht, damit ist jetzt schon mal das eine grüne Ding angegangen. Das war aber noch nicht alles, weswegen ich hier unten war eigentlich. Ich war hier schon drin. Ach so, ja, das war mit den Zahnrädern. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier rum weiter. Ach Gott, ey. Au. Nee, da komme ich nicht durch, ohne getroffen zu werden. Und da ist offen. Und ja, ich lade hier einfach neu. Weil den Hit muss ich mir jetzt echt nicht geben. Mistvieh. Ihr Mistviecher. So. Au.
Ha. Bin froh, dass ich den so gut verarschen kann gerade. Dann kann ich ihm nämlich noch mehr Leben abziehen. Ich brauche dringend die verbesserte Version davon. Wieder so viele Wege. Aha. Okay. Schütz. Ach, du beide Güte. Nein. Nicht gut. Bloß nicht in die Ecke drängen lassen. Nein, das war nicht gut. Stirb einfach. Gut, danke schön. Toughness und Mannheim Missing. Noch ein Bericht von jemand anderem. Von dem, was ich weiß, wurde Mannheim in die oberen Stockwerke gerufen. Der alte Grießkram. Er hat irgendeinen Bericht über Drohnenfehlfunktionen ausgefüllt und ans Büro geschickt. Und sie haben ihn nach oben gerufen. Haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Sehr seltsam. Wie auch immer, bevor er zurückkommt, denke ich nicht mal dran, diese verdammten Rohre anzufassen. Ich werde ihn nicht zulassen, dass er mir den Nacken abatmet. Oder mir den Hals rumdreht, besser gesagt. Weil ich das Protokoll verletzt habe. Victor Baskerville Maintenance Unit. Mhm. Ach ja, und die Toughness-Zelle, die können wir auch gut gebrauchen. Das war die falsche. Hm. So, da haben wir jetzt zugemacht. Die garstige Kacke war so einzig und allein da uns den Rückweg wieder aufzumachen. Sehr freundlich. Au. Hä?
Rostiger Schlüssel und eine Aufnahme. Once the first samples were laboriously extracted from the meteor core and put under microscope, the high-ranking officials initiated the Katkanut Island Research Project. Unfortunately, the project was plagued by issues from the get-go and was terminated after a terrible incident. It is still there to this day on that island, buried under tons of concrete. The Bureau then decided to start afresh, initiating the Arx Vaporum Project. A platform built right above the meteor on the open sea in order to research the substance leaking out. They called it fumium for its fume-inducing properties. It had to be isolated from the outer world to avoid potential contamination. According to them, my loyalty and leadership skills exhibited during the war made me a prime candidate to lead the Arx. A great honor. I'm starting to see it clearly now. I'm Marcus Reich. The Arx Vaporum Tower Conductor. I was mandated by the Supreme Bureau to guard and lead the research on the fumium substance that was found on the waterbed of Mare Vaporum. But what happened to this place? This was my home. What happened to my family? Why have I abandoned them? Fragen über Fragen. Da kommen wir halt noch nicht rein. Für mich hörte ich das so, als ob hier jemand rumlatscht. Bilde ich mir aber scheinbar nur ein. Das ist auf jeden Fall so ein Elektroviech. Tja, genau das, was ich nicht gebrauchen kann gerade. Los, schieß. Schieß. Ja. Au. Ah, bald wieder Level up. Das ist sehr schön. Da war tatsächlich ein Secret. Die sind auf jeden Fall besser und ich habe das Afflux Headgear. Damage Tank als Energy und plus ein Tech. Das ist mal richtig nice, wenn ich meinen eigenen Schaden in Energie umwandeln kann. Gut. Aha. Uh-huh.
Ja, komm. So, tot. Denk mal, du warst hier die einzige Nervensäge. Die Tür ist mir zum Beispiel auch gar nicht aufgefallen bis jetzt. Ja, gut, mit denen lege ich mich beim nächsten Mal an. Ich speichere einfach hier LP006. Und da gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.